So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Ich nehme erstmal hier die ganzen Komponenten mit auf. Dann schauen wir mal, welchen PC wir jetzt als erstes bauen. Das müsste der hier sein. Dann haben wir noch den hier, den MSI Build. Dann diesen krassen Build und dann haben wir noch diesen, naja, wie soll ich sagen, den Billig-PC halt. So könnte man es, glaube ich, tatsächlich einfach nennen. Weil von denen, die wir hier haben, ist das tatsächlich der Billig-Build. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, welcher PC welcher ist. Und stimmt, wir dürfen auch nicht vergessen, mal bei eBay wieder reinzuschauen. Ja, nee. Nicht wirklich. Vor allem, wow, nur 18% reduziert dafür, dass der PC gebraucht ist, ist echt schlecht. Das ist kein guter Deal. Und ihr seht, ich habe letzten Part mit genau $30 wieder mal das Bankkonto überzogen. Ihr habt es am Ende des Parts nicht mehr gesehen. Ich habe die Sachen nämlich nach dem Part natürlich dann bestellt. So, hier, so. Und ja, wie gesagt, da musste ich ein bisschen überziehen, das Konto. Kann man eben jetzt nichts machen. Tut ja nicht weh. Das müsste der hier sein und der hier. Dann, ja, der mit zwei Grafikkarten ist hoffentlich der, der in dieses Case kommt, wenn ich mich nicht mehr irre. Egal, wir werden es herausfinden im Laufe des Parts. So, das hier ist der Civilization 6 PC. Und das war auch der, genau, der Intel-Build. Oh, ich hoffe sehr, dass ich im letzten Part daran gedacht habe, dass... Nee. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich bin mir gerade... Ah doch, genau, das war der AMD-Build. Da habe ich mich jetzt gerade selbst mal wieder verwirrt. Coffee Lake und dann müsste das der PC gewesen sein, zu dem das Board hier gehört. Welche Kabel habe ich denn ausgewählt? Ja gut, schwarz würde ich sogar... Nee, weißt du was, ich setze auf weiße Kabel für den Bild. Okay, das da oben kann ich nicht disconnecten an Kabeln. Oder sollen wir auf blau setzen? Oh, ich glaube, wir setzen mal auf blau. Weil einfach, warum nicht? So, dann als CPU Ryzen 7 2700X. Dann als Kühler hatte ich in dem Fall, glaube ich, genau die NZXT Kraken X52 gedacht. Effizient und nicht so unglaublich teuer. Kann man deswegen immer mal wieder machen. Na Mist, jetzt kriege ich da wahrscheinlich den RAM nicht mehr rein. Ich vergesse das jedes Mal, dass ich bei den NZXT-Gehäusen, glaube ich, immer den RAM zuerst rein tun muss, weil der sonst nicht mehr reinpasst. Oh nee, geht noch. Aber nee, Sekunde, für den PC wollte ich den RAM hier nicht nehmen. Der war für einen anderen PC gedacht. Und zwar müssten das hier die 8 GB 3600 MHz Riegel sein. Genau, ich weiß glaube ich nochmal welche. Die hier. Die müssen es sein. Wenn ich mich nicht irre, das Board müsste nämlich genau 3600 MHz unterstützen. Ich habe zwar auch nur 4000er Riegel da, aber die müssten für das Intel Board sein. Das eben auch die 4000 unterstützt. Beim letzten Riegel? Warum denn bei dem? Warum ist das dann auch so blöd verlegt? Ich hasse es. Gut. So, RAM-Riegel rein.
Dann Wasserkühlung wieder drauf. Ich sagte Wasserkühlung wieder drauf. So, jetzt Staubfilter, Frontblende. Dann müssen wir schauen, das müsste die 1070 Ti gewesen sein, die ich hier geplant hatte. Die MSI, wie heißt die nochmal? MSI Titanium Edition. Genau. Dann als Festplatte. Oh Gott, war das eine 240? Ich glaube, das war eine 240 GB Variante. Prinzipiell kann ich dann natürlich auch nochmal später schauen, ist ja kein Ding. Netzteile. Das da, glaube ich. Wir sind jetzt bei 2240. 2500 war der PC. Ja, wir werden es einfach sehen. Falls irgendwas noch nicht so ist, wie es sein sollte, werden wir es ja gleich rausfinden. Deswegen mache ich mich jetzt erstmal den nächsten Bild. Und das ist... Sekunde, muss ich kurz nachschauen, wie viel der kosten soll. Nee, hier. 2200 war das. Warte, dann finde ich eine GTX 1080 Ti gekauft. Glaub schon. Und ich glaube, ich wollte auch das Board hier reintun. Sekunde, das wird ein roter Bild. Das ist immerhin ein MSI-Style-Gehäuse. Rot. So und so. Ich glaube, da mache ich auch einfach meine kleine SSD rein. Zur Not. Wir werden es ja später rausfinden, falls ich was anderes geplant hatte. Ja, aber dafür müsste die 1080 gewesen sein. Für den PC hier. Genauso wie der eigentlich nicht so ganz günstige rote RAM. Sekunde, das sind 3200 MHz? Nee, ich wollte die 3600 MHz hier nehmen. Den einen hatte ich da anscheinend noch übrig. Von irgendeinem anderen Bild. Ich hoffe sehr, dass ich mich hier nicht verkalkuliert habe im letzten Part. Wir werden es gleich rausfinden. Netzteile... Ja gut, die hier geben sich nicht allzu viel. So. Dann das wieder drauf. 1780 und was war nochmal? 2200. Oh Gott, ich habe immer das Gefühl, dass ich den PC komplett anders baue, als ich ihn konfiguriert habe am Ende immer. Ich weiß nicht, ob da ein i7-8700K geplant war. 8600K geplant war. Kann auch sein, dass der 8700 geplant war hier? Nee. Auf jeden Fall nicht auf dem Mainboard. Aber ich glaube, ich hatte das Mainboard für diesen PC gedacht. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber es passt auf jeden Fall vom Aussehen her sehr gut dazu, deswegen... würde ich das Mainboard auch auf, also ziemlich auf jeden Fall auch so lassen. Der Bild gefällt mir, deswegen werde ich den wahrscheinlich auch so lassen. Ja, schauen wir einfach mal weiter. So, da wollte ich das Board hier nehmen. Das wird aber kein Bild in der Farbe. Das wird ein gelber Bild. Nicht orange. Aber haben wir überhaupt gelb? Ja. So. Und ich hoffe, dass ich... Ja, da musste ich eigentlich ein 8700K geplant haben.
weil ich wüsste nicht, wo sonst. Genau hier müsste in die Decke rein dann auch die Wasserkühlung. Sobald der Lüfter hier weg ist. So. Dann kann die Deckenplatte wieder dran. Hier einmal auf und hier unten einmal auf. Festplatte. Dann Grafikkarte 2580er, und zwar die günstigsten, die ich gefunden habe im letzten Part. So. Dann noch 4000 MHz Riegel von G-Skill. Trident Z-RAM. Natürlich mit RGB-Beleuchtung, warum denn auch nicht? Für die FPS. Aber ich hoffe so sehr, dass ich hier nicht verkalkuliert habe bei dem PC und der auch so ist, wie ich ihn geplant hatte. Sag mir bitte einfach, dass ich alles bedacht habe. Wir werden es gleich sehen, wenn ich auf den Preis schaue. 2615. 2750. Fehlt noch irgendwas? Nee. Soweit passt dann bisher alles. Hier kommt dann noch die andere SSD rein. Müsste auf jeden Fall so sein. So. Der Civilization PC ist das. Genau. Immer noch alles super. Ich tausche den jetzt erstmal kurz aus. Bevor wir die ganzen PCs fertig bauen, möchte ich auch nochmal kurz den hier machen, dass ich wirklich nicht irgendeinen PC wegschicke, bevor ich nicht weiß, ob nicht tatsächlich wirklich alles passt. Und ich weiß, das ist natürlich kein hochwertiges Gehäuse hier, das ist... Ja, es ist halt ein günstiges Gehäuse, aber was will man sagen, für $50? Ich weiß gerade... Ich habe, glaube ich, irgendwann in einem Part mal nachgeschaut, wie viel das Gehäuse in echt kostet. Aber es hat auch in echt ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Gehäuse mit einem Glasfenster, mit so einem großen, was die ganze Front covert, auch hier vorne Glas und beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht auch einfach nur Plastik ist, kann natürlich auch sein, aber für das echt cool aussehende Design hat dieses Gehäuse mit den besten, die beste Preis-Leistung, vor allem hier in-game. Und das erinnert mich sehr an das Sharkoon TG4 und TG5, die ja eigentlich auch nur einen marginalen Unterschied haben, außer einem Aufpreis von, ich glaube, knapp 20 Euro. Und zwar, dass hier unten einfach noch eine PSU-Blende dran ist. Das macht 20 Euro im Endpreis dann aus. So war es auf jeden Fall, glaube ich, bei Sharkoon. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso dieses Gehäuse hier so günstig ist. Nämlich ganz einfach, dass man darauf verzichtet hat. Wenn man das gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich sehr viel teurer geworden. Die meisten Leute werden es natürlich aber auch kaufen. Weil, naja. Ein bisschen organisiert ist der PC dann doch schon ganz hübsch. Und organisiert ohne sowas ist sehr schwierig hinzubekommen. Na, so. Kein Betriebssystem installiert. Ja, ich weiß. So, erster USB-Stick. Dann den hier zusammenbauen. Kann sein, dass sich irgendwas an meinen Konfigurationen jetzt verändert hat vom letzten Part. Aber ihr kennt mich ja. Ich bin immer so sehr verplant, dass sich vielleicht auch mal was an der Konfiguration des PCs verändert. Aber solange am Ende der PC immer noch passt, ist alles gut. So, dann bräuchten wir hier einmal Beleuchtungssoftware. Und den Übertaktungsstuff.
einmal das hier und das hier. Ja, und 3D Mark machen wir auch einfach mal drauf, weil ich es wahrscheinlich auf die anderen PCs auch drauf machen werde. Hier brauchen wir es nämlich sogar. Beleuchtung. 3D Mark. Beleuchtung. 3D Mark. Und jetzt schalten wir den nochmal aus. Schalten ihn nochmal ein. Sobald er aus ist. Und gehen ins BIOS, wo wir direkt erstmal das XMP-Profil aktivieren. Das ist doch kein 2666 MHz RAM. Ach, unterstützt das Board nicht mehr? Das Board unterstützt nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ja, okay, darauf habe ich anscheinend nicht geachtet im letzten Part. Dann hätten wir auch anderen günstigeren RAM nehmen können. So, der PC hat sich sogar direkt von selbst sehr schön beleuchtet in den Farben, die er auch am Ende erstrahlen soll. Das finde ich eigentlich ganz passend. Trotzdem müssen wir erstmal das XMP-Profil für den RAM hier einschalten. 3600 MHz hört sich schon sehr viel besser an. Und die CPU könnten wir auch noch ein kleines bisschen übertakten. Ich glaube, das wird nicht drin sein, aber wir werden erstmal schauen, würde ich sagen. Hier wird auch nochmal neu gestartet. Hier ist es sehr wichtig, denn da sind ja 4000 MHz RAM-Riegel drin. Das wäre schon ziemliche Verschwendung, die nicht auch in der Geschwindigkeit einzustellen. So. Und das war doch... War das nicht der 8700K PC? Doch, ne? Ja. Ja gut. Mehr wird da sowieso nicht drin sein. Neu starten. So, Beleuchtung stimmt hier noch. 3D-Mark können wir jetzt schon mal durchlaufen lassen. Falls uns das Ergebnis nicht gefällt, können wir es dann ja neu machen. Genau, hier muss ich noch übertakten und die Beleuchtung einstellen. Bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich nehme da eine orangene Beleuchtung. Und zwar im Style des Mainboards. Ja, muss ich jetzt wieder alles... Ah. Okay, 255, 75. Merkt euch das. So. Okay, die GPU kann ich nicht umändern. Ach, das hat ja sogar hier aus... Ich vergesse das immer. Das hat ja sogar hier aus eine Beleuchtung. Ich weiß, das sieht nicht so spektakulär aus. Sonst, aber ich glaube, ist trotzdem ein ganz cooler PC. Da würde ich sagen, heben wir erstmal ein bisschen den Core-Takt an. Nämlich auf 2200 MHz. Und den Speichertakt heben wir auch einmal auf 2200 MHz an. Dann schauen wir mal, ob der PC das schafft. So. Ja, nee. 2100 müssten dann aber gleich drin sein, hoffe ich. Gut, der hier ist dann in Gelb. Oh, das kann man aber durchaus machen. Ich meine, klar, wir hätten da auch Zotac-Karten reintun können. Das hätte noch ein bisschen besser gepasst. Aber ich bin mit dem PC sonst grundauf sehr zufrieden. Willst du mir sagen, dass das Teil nicht 4,9 GHz schafft auf 1,5 Volt? Oh, auf 1,35... Oh. Auf 1,5 Volt natürlich. So, hier machen wir jeweils 100 MHz weniger. Ich vergesse immer, was ich bei der 1060 immer für Übertaktungen reinmache, weil ich die so selten habe.
Und weil ich meistens bei jeder Grafikkarte das neu ausprobiere, weil die sich ja schon immer ein bisschen unterscheiden, die ganzen Custom-Designs. In dem Fall haben wir das günstigste Asus-Design, beziehungsweise auch das günstigste Gesamtdesign genommen. Und ja, da sehen wir es, ein 8600K und eine 1080 ohne Übertaktung. Schaffen ist anscheinend nicht. Das heißt, ein bisschen mehr übertakten. Und mir fällt gerade auf, ich hätte klug sein sollen und einfach schon mal direkt die Programme installieren sollen, weil jetzt muss ich die nochmal neu starten, nachdem ich ihn jetzt schon neu gestartet habe. Wir schauen mal, ob 4,9 GHz auf 1,5 Volt drin sind bei der CPU. Ich glaube es zwar nicht, aber wir werden es rausfinden. So. Hier mache ich es ja sowieso nur aus Spaß, da müssen wir das eigentlich gar nicht machen. So, GPU-Tuner und OCCT. Und ich weiß, der Part ist eigentlich schon lang genug, als dass er enden könnte, aber das will ich jetzt noch einfach alles kurz durchboxen. Die PCs diesen Part noch. So, 200 MHz sind hier locker drin. Und die Core-Frequenz können wir da auch noch ein bisschen erhöhen. Und dann schauen wir nochmal. So, sieht gut aus hier. Ja, es ist kein Test, der sich mit Ruhm bekleckert, aber es ist halt auch nur ein Ryzen 5. Und eine GTX 1060, die nicht übertaktet, die nicht wirklich stark übertaktet ist. Also, warum sollte man da viel mehr erwarten? Das müsste der hier sein. Ja, der hier. Oh nein, ich habe Komponenten von Arctic, glaube ich. Ah, nee, doch, habe ich. Okay, gut. Komponenten von Arctic habe ich doch beachtet. Nice, 5 Sterne, der PC ist nicht zu verachten. Das will ich doch hoffen. So, den hier müssen wir dann natürlich noch zumachen. Einmal die PSU-Halterung. Einmal die PCI-Verriegelung. Und die Seitenwand wieder dran. Und dann installieren wir natürlich auch direkt ein Betriebssystem. Okay, hier 52 FPS. Und hier der PC reicht schon mal locker aus, aber ich würde gern trotzdem nochmal schauen. Wir müssen ja sowieso die Zeit gleich noch drauf verschwenden, den anderen PC hier noch wahrscheinlich zu übertakten oder so und einzustellen. Obwohl, nee, müssen wir gar nicht. Stimmt, der macht ja schon alles, was er soll. Egal, dann kriegt er wenigstens noch Beleuchtung. 3452, was? Oh, wir haben gedrosselt mit der CPU. Also wir können hier 150% Spannung. Das ist eine Menge. Ja gut, 4,9 GHz habe ich ja schon prophezeit, werden nicht drin sein, aber 4,8 vielleicht. Ich weiß nicht, wir werden das mit der Core-Frequenz wahrscheinlich nicht hinbekommen. Die hier so hoch zu übertakten, weil das ist eine Menge. Ja, okay, das steigt zu schnell an, die Temperatur. Ich will trotzdem mal schauen, was wir da rausholen können. Weil die Core-Frequenz ist halt sehr, sehr niedrig bei der CPU normalerweise. Deswegen interessiert es mich sehr, was wir da halt machen können. Liegt halt aber auch, warte, das ist RX590. Ah, das ist noch nicht mal HBM2. Ah, nicht drosseln bitte. Das wäre sehr, sehr lieb. Und er drosselt. 97 Grad, aber er hält's durch. Aber das ist halt auch mit 111% eine ganze Menge. Für eine Mittelklasse-Grafikkarte.
Ich meine, für AMD ist es zwar so ein bisschen das Top-Line-Up, aber es ist halt eigentlich halt eine Mittelklasse-Grafikkarte. Schwieriges Wort. Habe ich jetzt 4,7 GHz eingestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss nochmal nachschauen. So, nee, wir stehen immer noch auf 4,8. Nee, das schaffst du nicht. 4,7 könnten aber drin sein. Das wäre eigentlich sehr, sehr lieb. Genau, hier kann ich dann auch noch die Beleuchtung einmal machen. Obwohl, was ist, wenn ich Weiß da nehme als Farbe? Ich weiß nicht. Erst einmal mit... so einem interessanten Farbton. Ja, ich glaube, das kann man durchaus machen. Das kann man durchaus machen. So. Nicht throtteln. Bitte. So, währenddessen kann ich den hier schon mal wegbringen. Ich schaue nochmal nach, dass alles passt. 2500. Genau. Und AMD. Passt alles. Und ich glaube... warte, war der jetzt gerade in einem Benchmark? Falls ja, dann sorry. Wir kassieren natürlich trotzdem unser Geld. Ich bin echt zufrieden mit dem neuen PC. Ja, das ist ganz gut. So, hier 9019 Punkte. Das ist... ich weiß nicht, wie viel hatten wir letztes Mal? 500 weniger oder 300 weniger oder so? Ist ein ganz solides Ergebnis. Wie gesagt, Crossfire ist nicht so unbedingt das Beste. Es ist tatsächlich, soweit ich weiß, sogar von der Performance, die man dazu bekommt bei der zweiten Grafikkarte, schlechter als SLI und damit auch viel schlechter als NVLink bei den RTX-Karten. Und damit macht's echt keinen Sinn, aber ich wollte halt das machen, weil zum einen sind die günstig, die Karten gewesen, also es waren so ziemlich die günstigsten Karten der neuesten Generation, die sowas überhaupt unterstützt haben. Und ich glaube, wir haben echt zu wenig Builds gemacht mit AMD-Karten in der letzten Zeit und noch nie ein Crossfire-Build, glaube ich. Und das wollte ich damit korrigieren. Ich weiß gar nicht, wie gut oder schlecht wir jetzt hier in den CPU-Tests abgeschnitten haben. Ich habe hier nicht mehr reingeschaut bei dem PC. Ich hoffe aber, nicht schlecht ist es hier ein starker Kühler. 8500, 7500 brauchen wir. Und ich habe noch nicht mal unglaublich hart übertaktet, sondern einfach nur ein bisschen. Ich meine, bei der CPU ist nicht mehr viel drin, aber bei der Grafikkarte wäre, denke ich, noch einiges drin gewesen. Muss man die aber auch nicht ausreizen. Und noch nicht mal eine Message bekomme ich. Naja, kann ich mitleben. Gut, dann würde ich sagen, um den Rest kümmern wir uns im nächsten Part. Heute ist echt nicht mein Tag, Leute. Um neue Aufträge sowie um die neuen Teile. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part von PC Building Simulator. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.